Herzlich willkommen aus Freiberg, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer Rechtsecke hier aus der Rechtsanwaltskanzlei Eckert Hennig, Sitz und Techner. Heute geht es um das Thema Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Dazu bin ich verabredet mit Rechtsanwalt Udo Eckert. Herr Eckert, was ist denn der ganz konkrete Unterschied zwischen dieser Vorsorgevollmacht und der Patientenverfügung? Also es sind beides im Prinzip Vollmachten für Dritte, die mich in die Lage versetzen, besser gesagt nicht mich, sondern den jeweiligen Gegenüber, den Bevollmächtigten, in die Lage versetzen sollen, für mich zu entscheiden. Die Unterschiede sind eigentlich in der Zielrichtung im Wesentlichen zu suchen. Die Vorsorgevollmacht ist eine Vollmacht, die für alle möglichen Bereiche gelten kann und soll, während die Patientenverfügung rein auf die medizinische Behandlung ausgerichtet ist. Wozu brauche ich jetzt solche Dokumente? Es ist ja so, wir haben ja als Grundlage das Selbstbestimmungsrecht der Person. Ich kann also nicht irgendjemand an mir herumschnippeln oder irgendwelche medizinischen Maßnahmen machen, außer natürlich wieder, wie immer, die Ausnahmen im Notfall. Wenn ich also auf der Straße liege, blutend, dann muss nicht erst irgendjemand nach einer Vollmacht fragen, sondern wird mich der Notarzt natürlich entsprechend dem nötigen Umfang behandeln. Aber sobald diese Notbehandlung abgeschlossen ist, geht es dann schon los. Wenn ich mich dann nicht artikulieren kann und nicht sagen kann, was ich möchte oder was ich nicht möchte, dann ist es schwierig. Dann braucht der Arzt einen Betreuer, der das entscheidet. Der Betreuer muss vom Gericht bestellt werden und das dauert alles und ist sehr umständlich und aufwendig. Und deswegen ist es sehr sinnvoll, so eine Patientenverfügung oder dann eben eine weitergehende Vorsorgevollmacht zu haben. Lass uns detaillierter drüber sprechen, Herr Rechtsanwalt. Was ist denn inhaltlich in der Vorsorgevollmacht überhaupt drin? Es ist immer meine freie Entscheidung, was ich da alles reinschreibe, aber es sollte zum Beispiel eben rein, dass erstmal überhaupt derjenige Bevollmächtigte oder auch unter Umständen zwei, je nachdem, wie ich das möchte, der dafür entscheidungsbefugt sein soll, der muss da drinnen stehen. Dann muss drinnen stehen, was der alles darf in meinem Namen. Also er darf zum Beispiel nicht nur über meine gesundheitlichen Dinge entscheiden. Das ist dann der Teil Patientenverfügung, der in der Vorsorgevollmacht mit drin sein kann. Der kann zum Beispiel auch berechtigt werden, über meine Konten zu verfügen, damit meine normalen Geschäfte zu Hause weiter abgewickelt werden können und dergleichen mehr. Das kann alles in so eine Vorsorgevollmacht rein. Ich kann da auch reinschreiben, was ich nicht möchte, was zum Beispiel meine Grundstücke verkaufen oder dergleichen, dass ich sowas ausschließen kann. Das kann man alles in dieser Vollmacht regeln. Im Gegensatz zur Vorsorgevollmacht, was muss inhaltlich in die Patientenverfügung? Die Patientenverfügung ist eigentlich eine reine medizinische Angelegenheit. Das heißt, ich rede dort nicht über Geld und nicht über irgendwelche Behördengänge oder Versicherungen oder dergleichen, sondern ich rede in der Patientenverfügung oder schreibe, besser gesagt, in der Patientenverfügung ausschließlich das, was der Arzt mit mir medizinisch machen darf und soll und was er nicht machen darf und was er nicht soll. Gibt es denn bestimmte Vorschriften für die Form dieser Dokumente? Kann ich das handschriftlich schreiben oder muss ich das mit dem Computer schreiben? Muss vielleicht sogar ein Notar quittieren? Also es gibt zwar keine Formvorschrift, also selbst eine mündliche Vollmacht ist eine gültige Vollmacht, aber ist natürlich total unpraktisch. Wenn ich nie reden kann, nützt mir eine mündliche Vollmacht ganz wenig, weil ich es nicht erklären kann und weil ich es auch nicht nachweisen kann und derjenige, der bevollmächtigt ist, schon gleich gar nicht. Also es ist faktisch zwingend, eine schriftliche Form zu wählen, welche ist in dem Fall auch nicht wichtig, aber ich muss nicht, anders als beim Testament zum Beispiel, muss die nie handschriftlich sein, sondern die kann durchaus maschinengeschrieben sein oder dergleichen, aber ich muss natürlich immer damit rechnen, dass irgendjemand meine Unterschrift, die natürlich zwingend drauf sein muss, handgeschrieben, Unterschrift, nicht etwa gezeichnet oder irgend sowas, sondern die muss natürlich zwingend drauf sein. Es kann natürlich immer die Situation eintreten, dass irgendjemand diese Unterschrift anzweifelt. Das kann ich dadurch verhindern, dass ich zum Notar gehe und meine Unterschrift beglaubigen lasse. Und dann kann niemand mehr an dieser Unterschrift zweifeln, weil dann der Notar amtlich bestätigt hat, dass ich das auch wirklich unterschrieben habe im Vollbesitz meiner geistigen Fähigkeiten. Also sollte man letztlich eine beglaubigte Urkunde erstellen lassen beim Notar. Das kostet nicht viel und ist auf alle Fälle der sichere Weg. Letzte Frage, Herr Rechtsanwalt. Jetzt habe ich so ein Dokument erstellen lassen. Wie mache ich das bekannt? Wo hinterlege ich das überhaupt? Das ist eine ganz wichtige Frage, weil viele Leute natürlich denken, wenn sie es zu sich in den Nachtschrank legen oder in irgendeine Schreibtischschublade, dann ist es erstmal erledigt. Aber das ist natürlich großer Quatsch, weil derjenige, der bevollmächtigt ist, muss es erstens wissen. Der sollte also auf alle Fälle eine Originalurkunde haben. Und seit 2012, glaube ich, gibt es auch das sogenannte Vorsorgeregister. Das ist ein zentrales Register bei der Bundesnotarkammer. Die haben also sämtliche dieser Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen aufbewahrt bzw. archiviert, wenn ich sie dort einreiche. Und dann kann also jeder Arzt über das Krankenhaus, über die entsprechenden Verbindungen, kann also sofort dort in das Register reinfragen, ob es irgendwelche dieser Arten Verfügungen oder eben Vorsorgevollmachten und dergleichen für mich gibt und kann dann danach handeln.
Ein weitreichendes Thema, auch viele Fallstricke, meine Damen und Herren. Wenn Sie weitere Fragen zu diesem Thema haben, sind Sie hier in der Rechtsanwaltskanzlei Eckert-Hänig, Sitz und Techner in Freiberg mit Sicherheit gut aufgehoben. Haben Sie weitere Fragen zum Thema Recht, dann lassen Sie uns gerne zukommen. Gerne per Post an die Adresse am Goldbachtal 4 in Brand-Erbesdorf oder gerne per E-Mail unter info@kanal9-erzgebirge.de.